Hallo zusammen, ich bin die Agentin Angelina und ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das heißt Pont de Paris von Mara Fehr. So, und ich möchte euch gerne ein bisschen vorlesen, um was es sich da handelt. Spiel um dein Leben. Marie ist tief und schmerzhaft gefallen. Ehemals elegante Gattin eines reichen Schönheitschirurgen lebt sie heute als Obdachlose in Paris. Ihr tristes Dasein nimmt eine dramatische Wende, als ihr ein Geschäftsmann ein lukratives Angebot macht. Für ein fürstliches Einkommen soll sie in seinem Bordell als Hausdame arbeiten. Das Fatale daran, lehnt sie das Angebot ab, sterben ihr Sohn und ihr Enkel. Nimmt sie es an, stirbt sie selbst. Rabenschwarz und Spannung pur, der neue Paris-Psychothriller von Mara Fehr. So, und dann möchte ich noch euch etwas aus dem Buch vorlesen. Brückenleben. Wie die letzten 8 Jahre verbrachte Marie die nächsten 2 Wochen täglich unter oder zumindest in der Nähe einer der 37 Brücken von Paris. Jede Brücke hatte ihre Vor- und Nachteile. Und natürlich hatte Marie absolute Lieblingsbrücken. Dennoch hatte sie es sich zu einem unverrückbaren Prinzip gemacht, auf einer streng einzuhaltenden Route jeden Tag von einer Brücke zur anderen zu wechseln. Als sie kurz nach ihrer Ankunft in Paris endlich begriffen hatte, dass sie weder Arbeit noch Nahrung oder Unterkunft finden würde und von nun an komplett für sich selbst verantwortlich war, hatte Marie fieberhaft nach einem rettenden Seil gesucht, an dem sie sich durch hoffnungslose Tage hangeln konnte. In aller Härte hatte sie das Leben auf der Straße in kürzester Zeit mit seinen Lehren geohrfeigt. Sie war hier nicht erwünscht, immer den Tausenden von Obdachlosen eine mehr, die den anderen das ohnehin kärgliche Brot streitig machen wollte. Und wenn ihr mehr über das Buch erfahren wollt, dann dürft ihr es gerne kaufen.